Ich bin jetzt in Bad Schwartau. Und jetzt mache ich erstmal. Jetzt gehe ich dann erstmal gleich zum Bad Schwartau Markt. Jetzt geht's weiter. Durch Bad Schwartau durch. Da vorne, da wo dieser LKW da steht, da ist auch Junge, Stadtbäckerei Junge in der Nähe. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Es geht weiter. Und die Autofahrer sind hier auch ganz nett heute. Na, hier drüben. Da ist der Handelshof. Da ist Matzen und da ist Stadtbäckerei Junge. Da. Dann gehe ich ja mal hier so rüber. Dann gehe ich mal hier lang. Hier oben ist der Handelshof. Dann stoppe ich mal hier das Video. Ich weiß nicht, ob ich da filmen darf. Hier ist der Handelshof, das Junge. Und ich gehe durch den Handelshof, Bad Schwartau. Ist auch dicht, Gott sei Dank. Aha, Matzen hat schon offen. Das Geschäft noch nicht. Kurz hat offen. Aha. Mach ich mal hier. Was schaut auch. Viele Bäcker sind auch hier. Ein paar Geschäfte. Aldi gibt es ja auch und Edeka. Reicht ja doch vollkommen aus. Eine Telefonzelle, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der Mobilfunk hätte schon eine Telefonzelle da sitzt. Weiland, Akku, Junge, wie du wieder aussiehst. Ich bin gleich wieder da. Gehen wir so ein Brötchen kaufen. Bin wieder da. Was geht's weiter? Bis zum Bad Schwartau Markt. Boah. Wo geht's hier weiter? Ich gehe hier oben lang. Und Infos kann ich hier auch geben. Da. Ist noch ein Friseur da und daneben, da hinten ist ein Euroladen und sonst noch so ein Hörgerätladen. Was mir doch scheißegal im Moment. Boah, dann ist hier erstmal die Stadtbücherei. Dann geht es erstmal hier weiter, da vorne Rathaus, Apotheke, Kick und nachher kommt hier irgendwo noch eine Tankstelle. Und dann hier. Schwartau Markt. Hier. Italienisches Restaurant. Ja, hier. Oh, ach du Scheiße. Die sollten mal jetzt wieder Hochspannung zumachen, oder? Das geht mal einen Elektroschock. Scheiße, ey. Lass ich mal weiter. Hier vorne. Ist der Brunnen von Bad Schwartau. Hier vorne. Hier. Hier. Da kann ich auch gleich zeigen. Hier unten. Hier. Hier. Hier ist der Brunnen nochmal richtig zu sehen. Dann gehe ich mal hier vorne hin, da kann man das Bad Schwartau Amtsgericht sehen. Hier. Hier ist das Bad Schwartau Amtsgericht und da vorne steht drauf Schwartau Amtsgericht
das Amtsgericht. Kann man sogar Katastrophenalarm machen, die manchmal hier zum Test. Weil hier in Bad Schwartau, oh, schauen wir auf dem Amtsgericht hier rum, gibt es tatsächlich noch eine Zivilschutzsirene. Und die läuft noch. Ich habe schon mal einen Test mitgekriegt, aber nur zum Schluss fast. Und dann hier, hier ist noch irgendein Restaurant. Die Autofahrer sind richtig nett heute. Kann man nicht sagen. Hier geht's runter auf dem Weg zum Kurpark. Also da drüben ist auch noch ein Restaurant. Und tut mir leid, wenn das Bild dreckig sein könnte. Meine Handylinse ist dreckig. Baustelle. Hätte ich auch nicht gedacht. Oh, hier noch ein Restaurant. Ich weiß aber nicht, welches das ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich will die Leute ja hier nicht filmen. Die haben mit meinen Videos nichts zu suchen. Dann beende ich das Video hier gleich. Wenn es auf den Weg kommt zum Kurpark, dann beende ich das Video auch. Ja, hier. Und hier vorne, da ist der Eingang zum Kurpark. Kann man runtergehen zum Kurpark. Ja. Hier. Ja. Und sag ich nochmal danke fürs Zuschauen und tschüss.